3, 2, 1. Hallo Leute und willkommen. Heute machen wir es ganz kurz. Geht in die Big Boss Repo, sucht Status-Bar-Timer und ladet euch den Tweak herunter. Dann könnt ihr sehen, was bei eurem Timer genau geschieht. Ihr könnt hier den Timer ganz normal einstellen. Über die Timer-App geht auf Start, schließt den Timer und oben in der Status-Bar könnt ihr sehen, wie viel Restzeit bei dem Timer noch übrig ist. Und das ist schon die ganze Funktion von diesem Tweak. Statusbar Timer zeigt euch den aktuellen Timer-Zustand in der Statusbar an. Das Ganze ist kostenlos und ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Und das war's schon. Ich denke, es war schnell. Und bis zum nächsten Mal. Euer MeAppleCat. Tschüss. Okay, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google Plus und bei www.meappleCat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!